Abgefahren war er ja schon immer, aber jetzt hebt er so richtig ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Harald Glöckler geht in die Luft. Und dazu, festhalten, hat er sein erstes Flugzeug designt. Pompös heißt es wie sonst. Der Name ist natürlich Programm. Schon von außen ein Hingucker geht es auch an Bord der Cessna Citation Latitude luxuriös zu. Ein Flugzeug für Promis und Reiche, die besonders gerne hier in Egelsbach starten und landen. Warum? Das erklärt Sprecherin Nina Lamprecht. Den Vorteil, den wir haben, den natürlich auch sehr viele Prominente und auch Politiker nutzen, ist, dass man hier einfach ungesehen ist. Ne? Man fährt praktisch mit dem Fahrzeug zum Jet hin, steigt ein und fliegt ab. Genauso ist es auch umgekehrt, wenn man hier ankommt. Man wird einfach nicht gesehen, die Wege sind kurz und es geht halt auch sehr, sehr schnell. Auch die Glöckler-Maschine wird von Egelsbach aus starten. In diesem Hangar stehen, wenn jemand sie bucht. Vielleicht ein nettes Geburtstagsgeschenk für jemanden, der schon alles hat? Sicher ist, wer in diesem Flugzeug über den Wolken schweben will, der muss auch schwindelfrei sein, was Geld angeht. Einmal Egelsbach-Mallorca im Glöckler-Flieger für 20.000 Euro. Schräg schick abgefahren, so kennen die Hessen Glöckler, zum Beispiel mit seiner Tapetenkollektion aus Marburg oder auch aus dem Dschungelcamp. Für ihn zählt Tiefgang, sagt er, auch wenn's anders aussieht. Was ich immer wichtig finde, ist im Leben, dass man nicht unbedingt immer nur als Sieger, sondern auch als Gewinner rausgeht. Ja? Und Gewinner heißt auch, dass man auch die Menschen in ihrem Herzen erreicht und dass die Menschen, also dass man auch der König der Herzen ist. Das Innenleben des Glöckler Fliegers ist übrigens noch ein Geheimnis. Auf jeden Fall aber selbst designt. Kissen, Decken, Porzellan und mehr.